Mr. Mike. Jo, hier ist Mr. Mike. Ich habe endlich einen Gewinner gefunden für meine Trickshot-Challenge. David Schnitzel hat es geschafft, hat es nachgemacht. 5 Treffer hintereinander, hinterm Rücken in den Korb. Coole Sache. Video seht ihr hier. Freut mich tierisch, dass er das Ding gemacht hat. Haben wir viele versucht, vielen war es auch zu schwer. Aber ich finde, man muss ja schon ein bisschen das Level hochhalten, sondern nicht jeder hat das einfach schaffen. Ja, echt cool, viele haben es probiert. Er war der Erste, hat es geschafft, hat damit einen Cap gewonnen. Geht diese Woche noch raus. Gibt es übrigens auch im Mr. Mike Store. www.mrmikeproduction.de. Könnt ihr die auch günstig erwerben. Würde mich auch freuen. Des Weiteren haben wir hier noch eine erste Challenge, die hat immer noch keiner geschafft. Die Crazy Legs Challenge, kann doch nicht sein, dass nicht ein einziger diesen Trick packt. Kann doch nicht sein. So schwer ist der auch nicht. Tutorial gibt es nochmal hier. Falls ihr das nochmal sehen wollt zum Üben, ist echt super erklärt. Das ist schon echt einer der schwierigsten Tricks überhaupt, aber ich finde, mit Übungen so kann man das echt schaffen. Ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen motivieren. Würde mich auch sehr freuen. Ja, und des Weiteren, neue Challenge kommt auf jeden Fall. Ich denke mir was aus. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne Vorschläge geben, einfach kommentieren, was denkt ihr, oder fordert mich heraus mit irgendwas Cooles, was ich vielleicht nicht schaffen könnte, wäre auch eine coole Sache. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken, euer Mr. Mike.